Pingolove. Kurz nach dem Aufwachen. Ach, schon wieder morgens. Jetzt muss ich in die doofe Schule. Auf dem Weg zur doofen Schule. Vor der doofen Schule. Ist der hässlich? Der hat gar keinen weißen Bauch. In der Pause. Hör nicht auf die fiesen Pingos. Es kommt doch gar nicht auf dein Aussehen an. Danke. Jetzt geht der mit der. Cool. Wow. Siehst du, es kommt nicht aufs Aussehen an. Pingo gut, alles gut. Gemeines Obst. Es ist heiß. Alle haben Wasser, außer der Orange. Boah, so schönes Wetter. Zum Glück haben wir Wasser. Guck mal, der Vollidiot da drüben. Die Orange hat seit Tagen nichts getrunken und ist durstig. Ich hab so einen Durst. Die Orange fängt an zu schimmeln. Der Apfel, die Erdbeere und die Banane schauen nur dabei zu und lachen die Orange aus. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Was ist das bitte? Bitte. Bitte gib mir was zu trinken. Nö, nö, vergiss es. Kannst du dir abschminken? Da die Orange nichts zu trinken bekommen hat, ist sie gestorben. Die anderen fühlen sich schuldig, weil das Obst gestorben ist. Hätten wir ihm doch bloß etwas abgegeben. Genau, was sind wir nur für Obst? Ja, das stimmt. Die Flucht. Hallo, ich bin Hakan und ich werde nach Deutschland fliehen, da es in meinem Land Krieg gibt und es mir hier zu gefährlich ist. Das ist mein Schiff? Auf nach Deutschland! Yeah! 10 Tage später. Da bin ich nun endlich, nach 10 Tagen Fahrt. In Deutschland! Oh, ey! Schreie nicht so rum, du scheiß Ausländer! Ich möchte meine Zeitung lesen! Oh, okay. Ming und Ling. Ling Ling liegt entspannt in der Sonne. Plötzlich kommt Ming Ming dazu. Huch, wo bin ich? Kann ich dir helfen? Nur, wenn du mir sagen kannst, wo ich hier bin. Du bist in Yunnan, das ist eine Provinz von China. Oh Gott, ich komme aus Nanu. Der schwarze Panda erzählt Ling Ling, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Ling Ling bietet Ming Ming an, erstmal bei ihr zu wohnen. Am ersten Tag spielen sie Federball. Hey, juhu. Yay. Am zweiten Tag spielen sie Fußball. Zu mir. Tor. Und am dritten Tag malen sie. Das ist aber schön. Danke, deins auch. Doch am vierten Tag muss Ling Ling wieder zur Schule und nimmt Ming einfach mit. Doch in Ling Lings Klasse kommt Ming Ming gar nicht gut an. Igitt! Was ist das denn? Hässlich. Ja. Hört auf! Ming war sehr traurig darüber, dass die anderen so gemein zu ihr waren. Doch dann hat Ling eine gute Idee. Sie malt Ming an, sodass sie so aussieht, wie man einen normalen Panda erwartet.
Das ist Ying. Hey! Hallo! Na, wie geht's? Ying wird viel freundlicher begrüßt als Ming. Sie spielen alle zusammen Fußball. Zu mir, zu mir! Ying ist frei, los! Spiel ab! Yay, Tor! Super, Ying! Als es plötzlich anfängt zu regnen. Oh nein, meine Farbe. Mingmings Farbe wird durch den Regen abgewaschen. Und die anderen Pandas wissen nicht, ob sie sauer sein sollen, weil sie angelogen wurden, oder ob sie sich entschuldigen sollen. Es tut uns leid, dass wir dich ausgeschlossen haben, nur weil du anders aussiehst. Es tut mir auch leid, dass ich gelogen habe, aber was hätte ich sonst tun sollen? Ming kam ganz alleine und geht mit einer neuen Familie. Jetzt muss Ming wieder zurück. Der Abschied fällt ihnen schwer. Doch sie schicken immer wieder Briefe und bleiben in Kontakt. Happy End. New York City, 20. April 2020. Verschwindet von hier! Verzieht euch! Weg mit euch! Haut ab! Als Jay endlich bei Yakun ankam. Yakun, wir werden von allen gehasst, nur weil wir anders sind. Wir müssen uns zurückziehen. Channel 6 Tsunami. Channel 6 Tsunami. Ah! Ah! Weg von hier! Tsunami! Ah! Wir müssen ihnen helfen, sonst... Eckart bei den Kreisen. Im Weltraum. Unterdessen im Raumschiff. Ups! Auf dem Planet der Kreise. Boah, das war so toll gestern. Ja, also, das ist nicht so. Hui! Hallo, ich heiße Eckart. Der hat ja Ecken. Der ist ja gar nicht rund. Verzieh dich. Oh, lass dich hier nie wieder blicken. Weg mit dir. Nur weg hier. Psst, psst. Komm her. Im Haus des Kreises. Danke. Keine Ursache. Ich hab eine Idee. Pass auf. Wir schneiden dir die Ecken ab. Und dann bist du ein Kreis. Was? Tut das nicht weh? Nein. Okay, wenn du das sagst. Fertig. Super. Leute, ein neuer Kreis. Ja. Super. Hey, wie geht es dir? Hi, gut. Und dir? Hallo? Auch gut. Komm, lass mal gehen. Okay, komm. Och, Mann. Hast du die eine Krüppelpflanze gesehen? Ja, bei der wächst ja nix. Ich glaube, die reden über mich.
weil bei mir nichts wächst. Aus der Krüppelpflanze kann nie was werden. Dafür werden aus uns ganz tolle Blumen. Ein Jahr später. Oh mein Gott. Das Kind von der Krüppelpflanze ist ja groß geworden. Egon, der Hässliche. Ich bin nicht hässlich. Was gibt's Neues, meine Damen? Nichts. Du bist immer noch hässlich. Hallo, Mama. Findest du, ich bin ein bisschen hässlich? Nein, nein, mein Sohn. Du bist sehr hässlich. Menno. Ich habe es satt, hässlich zu sein. Ich will etwas dagegen tun. Vielleicht solltest du dir Schlamm ins Gesicht schmieren. Herr Doktor, können Sie mich schön machen? Ja, aber das kostet extra. Warum? Weil ich mir das 12 Stunden ansehen muss. Ach so. 12 Stunden später. Hallo, Ladies. Und, gefalle ich euch jetzt? Nicht wirklich. Sieh dir mal die Zeitungen an. Tageszeitung. Hässlich sein ist jetzt in. Umfrage. Schön ist langweilig. Menno. Uh-huh.